Der Schöning-Verlag ist schon mal nicht mehr erschienen. Die waren eigentlich letztes Mal schon sehr unglücklich mit ihrer Lage. Das muss auch so, die sind ja ein Wissenschafts- und Schulbuchverlag. Und da muss irgendwer tatsächlich gesagt haben, bringt doch mal dieses Linksextrem da raus. Und jetzt gibt es einen riesen Ärger und die werden sozusagen in ihrem Markenkern beschädigt. Der nennt sich ja Glaubwürdigkeit bei denen. Und Glaubwürdigkeit ist nicht mehr so weit her. Dann ist der Herr Bergsdorf nicht mehr da. Der ist ja immerhin 5 Jahre lang mindestens Referent im Thüringer Innenministerium gewesen. In der Zeit, als sie die NSU gerade ihr Unwesen trieb überall, wo dann gesagt wurde, der Mann hätte dieses Buch ja, dieses Kapitel gar nicht geschrieben, aber steht ja vorne drauf. Der will sie jetzt so aus der Affäre ziehen, weil es jetzt nicht gut angesehen im Moment thüringischer Verfassungsschutz. Und das Buch sollte ja auch den wissenschaftlichen Nachweis bilden, warum man sich gegen links richten muss und man diese rechten Sachen ein bisschen vernachlässigen darf. Linksextrem Deutschland unterschätzte Gefahr. Das war die Blaupause für diese Verfassungsschutzzusammenarbeit mit den Nazis und so weiter. Deswegen sehen wir unsere Klage ja auch in so einem größeren Zusammenhang. Ja, was den Zeugen angeht, ihr habt ja schon diskutiert. Drei Stunden war jetzt schon lang gewesen. Es war auch zäh, weil der fing dann immer an, er laberte subjektiv, brachte diese Hetze und was konkreter hat er ja null Substanz gehabt. Also zu nichts. Zu nichts. Wir bereichern uns ungeheuer, da kommt dabei 60 Euro raus. Da ist dann alles inklusive am Ende für eine Woche Kurs. Also es war eigentlich überall so. Es blieb am Ende, wir machen Kontrollbesuche, aber den Begriff hat er auch noch nie gehört, außer in dem Buch. Den gibt es ja auch sonst nirgends. Und wir gehen bei Leuten vorbei, ja nur bei Leuten, die es wollen. Also, und darüber machen wir dann aber noch einen Bericht. Ja, ist ja logisch, weil wenn ihr sich für die Partei interessiert, müssen wir unsere Leute ja Rechenschaft ablegen. So war das durch die Bank, ich will es nicht wiederholen. Es war natürlich zäh, weil in der Beweis, in der Zeugenbefragung darf ich eigentlich nur Fragen stellen. Und das konnten wir gut durchbrechen. Die Gegenseite hat aber nicht gepunktet. Also der Anwalt war auch so gottschlecht gewesen, wie der sich immer in Pose geworfen hat, wenn er aus diesem Lehrbogen vorlas, wie in so einem schlechten Ami-Film. Das läuft in Deutschland normal nicht so bei Gericht. Er hob dann seine Stimme, stand einmal auf und eine aktive Finanzpolitik! Ich dachte, in jeder Frage, es war an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Das ist der führende äußerungsrechtliche Anwalt. Und alle Anträge, die er gestellt hat, haben ja die Richterin auf die Palme gebracht. Er war also auch in der Sache schlecht, weil er hat sich beschwert, dass er nicht genug mehr sagen darf. Dann sagt sie, sie sind doch selber schuld. Sie haben doch heute erst die ganzen konkreten Sachen gemacht. Machen Sie Ihre Arbeit doch besser. Also er hat jetzt nicht viel Vergnügen hier bei der Richterbank ausgelöst. Wir zum Teil auch nicht. Wir mussten uns ja nochmal durchsetzen. Aber wir wissen jetzt auch nicht, was genau passiert. Wir haben jetzt einen Verkündungstermin. Da gibt es 2 Optionen. Entweder sie macht nochmal einen Beschluss mit Schriftsatzfristen und Beweisauflagen. Das ist gut möglich. Die zweite Möglichkeit ist, dass tatsächlich auch ein Urteil bei der Sache herauskommt. Das ist auch möglich, weil die nicht mehr so, die will eigentlich die Sache zu Ende bringen, ist der Eindruck. Sie will jetzt zu Potte kommen. Deswegen sage ich mal 50-50, wir müssen jetzt einfach den Verkündungstermin abwarten und natürlich, dann informieren wir wieder und dann machen wir weiter. Und vielen Dank, dass so viele hier waren. Wir haben ja noch eine andere Klage anhängig gegen die Sparkasse Gelsenkirchen. Also wenn ihr Termin da ist, sagen wir Bescheid, damit es nicht langweilig wird und wir dann wieder hier mit vielen Leuten bleiben.